1965 macht Hans-Wilhelm Seitz mit diesem Objekt seinen Abschluss an der staatlichen Höheren Fachschule für Porzellan in Selb. Nach einem kurzen Abstecher in der Automobilindustrie fängt er dann 1968 an, Porzellangeschirr zu entwerfen. Er trifft dabei genau die Mischung zwischen Form und Funktion. Seine Entwürfe findet er heute auf der ganzen Welt wieder. Ich habe dann noch Kunden in Vietnam gehabt. Da musste ich früher, ja, Anfang der 2000er, musste ich immer in Singapur, Bangkok zwischenlanden. Und in diese Loungen, wo man sich da 2 Stunden aufgeladen hat, war plötzlich mein Karat-Geschirr. Da bin ich immer gern reingegangen. Geboren ist Hans-Wilhelm Seitz zwar in Niedersachsen, sein Vater aber kommt aus Marktredwitz. Dorthin ist er in der Jugend auch wieder hingezogen. Seine Ausbildung macht er in Selb. Die Ausstellung seiner Designs ist für das Porzellanikon also eine Art Heimspiel. Wir sind eigentlich ganz stolz, mal einen Designer hier aus der Region zu zeigen, der eigentlich so ein Global Player ist. Also er wohnt hier, er fühlt sich hier zu Hause, er hat seit 1975 sein Atelier in Marktredwitz und kein Mensch vermutet ja, dass in einem Reihenhaus, in einer Kleinstadt ein Designer wohnt, der weltweit agiert und wo also wirklich, egal ob es Asien, Afrika, USA, Europa ist, jeder speist von seinem Geschirr. Dabei sind die Designs von Hans-Wilhelm Seitz meist recht einfach und schnörkellos. Zu Beginn seiner Karriere wurden gerade italienische Formen modern. Er blieb der guten Form treu und der Erfolg gab ihm recht. Alle Formen, kann man sagen, bestehen aus einem Zylinder und einer Halbkugel. Und daraus entwickelt sich eine neue Form. Die soll dann auch ein bisschen gebrauchstüchtig sein. Man muss sie gebrauchen können. Wenn sie ästhetisch schön ist, dann ist es natürlich kein Nachteil. Nicht nur sein Tischporzellan wird im Porzellanikon ausgestellt, Hans-Wilhelm Seitz hat sich auch in andere Bereiche der Keramikverarbeitung vorgewagt. So kann man mit seinen Designs nicht nur den Tisch, sondern auch das Dach decken. Für eine niederbayerische Firma entwirft er mehrere Dachziegelmodelle. Ab den 90er Jahren habe ich sehr gerne gemacht mit der Firma Erlos. Das war eine neue Herausforderung. Die Ausstellung Form vollendet im Porzellanikon ist noch bis zum 4. Oktober zu sehen. Als Besucher sollten Sie auf jeden Fall schauen, ob Sie das eine oder andere Stück vielleicht wiedererkennen.